So. Ach ja, wisst ihr, welche Zeit ich langsam echt vermisse? Die, wo es früher noch eine SMS Geld gekostet hat, beziehungsweise allgemein, wo es nur SMS gab und Telefonie und noch nicht hier WhatsApp und alles sowas. Ich meine, ja, ist ja alles nicht, ist ja alles schön und gut, ja, und alles hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Aber bei einer SMS, da haben sich früher Leute noch Mühe gegeben, ja, dass sie die 160 Zeichen wenigstens vollkriegen, was Sinnvolles rinschreiben. Und heutzutage, da kommen dann nur irgendwelche sinnlosen kurzen Nachrichten oder bloß irgendwelche Smileys und du denkst dir, oh Leute, müsst ihr euch, könnt ihr euch endlich mal zusammenreißen? Ah, nee. Wie ich das früher besser fand, wenn es um sowas ging. Aber was willst du machen? Kannst du ja, kannst du machen nichts. Ja, musst du gucken zu. Ja, das war jetzt dumm. Warum renne ich da auch, ja, wenn ich weiß, dass das Vieh da eh rumrennt? Ja, so viel zu. Du musst ein bisschen offensiver sein, ungezockt, ja? Naja, machen wir nochmal. Irgendwann werde ich es ja heute hinkriegen, wohl noch. Übrigens mache ich nebenbei so ein bisschen meinen Twitch-Channel endlich nochmal neu oder beziehungsweise richtig fertig. Ich hatte ja schon früher mal laufen, aber jetzt habe ich so ungefähr eine Einstellung gefunden zum Stream, die auch ein bisschen funktionieren könnte. Ich kann natürlich nicht in HD streamen, weil dafür habe ich bloß eine 6000er Leitung und die gibt das nicht her. Und mein netter ehemaliger Arbeitgeber, der Telekom, kriegt es einfach nicht gereiht, mal die Dinger hier auszubauen. Und ihr LTE-Rotz, egal welche Firma, das können sich ja alle mal stecken lassen. Mit ihren Gigabyte Inklusivvolumen und ich meine, von was träumen die eigentlich nachts? Normaler User, egal ob der nun was runterlädt oder keine Ahnung, ich meine, wir sind da beim Online-Zocken, jeder. Hier Lingard. Ja, jeder zockt eigentlich bloß noch online, ja, und YouTube und Twitch und keine Ahnung. Nee, es war falsch. Das Datenvolumen wird ja heutzutage nicht weniger, es wird ja nur mehr, ja, und dann kommen sie mit dir. Wo kommt denn das Vieh auf einmal her? Ey, du solltest da noch gar nicht hin. Da war doch noch Feuer. Ja, das ist alles so ein bisschen kontraproduktiv, was die hier alles veranstalten mit Volumenbegrenzung und Runterschrauben von der Internetleitung und. Ich weiß nicht. Und dann mit ihrer IP. Dann mit ihrer Umstellung ja auf IP, wo sie jetzt auch schon wieder Haufen Kunden verloren haben, der Telekom. Ach Mann. Ist doch alles nicht schön. Na los, komm Kunde, verpiss dich. So, ich muss trotzdem noch mal probieren, da jetzt rumzugehen, weil ich musste da hinten, glaube ich, in den Raum rennen. Aber da ging's da weiter. Von da bin ich gekommen. Ja, da war ich drinne. Na los, komm, Ziegenkreis. Ja. Kuckuck, zeig dich. Na komm. Da draußen ist Feuer. Ich habe Feuer gemacht.
Luft anhalten wolltest, glaube ich, auch irgendwann mal noch so eine Aktion. Oh, shit! Aber ich habe zum ersten Mal das Luftanhalten hingekriegt. Ich habe das noch nie geschissen gekriegt. Jedes Mal, wenn ich gedrückt habe, hat er mich schon gekriegt. Hat er jetzt schon, hat er einen Vorteil, ja? Aber, naja. Das habt ihr ja gesehen. Oh, ich werde es nochmal irgendwann jetzt hinkriegen. Übrigens würde ich mich natürlich freuen, wenn er mich nebenbei so immer mal so weiterempfiehlt, ja, und bei anderen Leuten so bekannt, beliebt macht, so Werbung für mich. Ist natürlich kein Muss, ist ja klar. Aber freuen würde es mich trotzdem. Aber das könnt ihr euch ja mit Sicherheit denken. Nein. Oh. Du sollst... Warum gehe ich eigentlich immer noch mal alle durch? Das ist doch Quatsch. Ich kann doch gleich nach unten gehen. Auswählen. Ah, hier drückt halten. Raus. Verstecken. Wo bist du? Bist du vor dem Ding oder so? Oh, ich kriege Rücken. Jetzt tut das Viech gleich wieder gucken, was so gibt. Ja, da bist du ja. Hm. Na komm, verpiss dich. So, kommst du jetzt andersrum, oder? Na los, komm. Oh, ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Kuckuck. Hier drüben. Guck mal. Ja. Warst du fast richtig, ja? Hey, du hast da was am Schwanz kleben. Hier nicht rinkommen und klauen, ja? Das kann ich auch nicht leiden. Ich bin jetzt halt am überlegen wegen der PlayStation 4, weil ja jetzt die Order rauskommt und das ist das allererste Spiel, wo ich sage, da könnte ich mir meine PlayStation 4 zulegen. Und das nächste ist ja dann Until Dawn, aber da gibt es ja glaube ich noch keinen Release-Termin für. Das sind so auf jeden Fall die zwei Spiele, die ich auf jeden Fall haben will. Aber da muss ich mal gucken. Und ich will auf jeden Fall die Last of die HD Remake Variante von The Last of Us nochmal durchdaddeln. Ich will mal wissen, ob es schöner aussieht. So, wenn ich Glück habe, ist er jetzt auf der anderen Seite. Ja, ist er auch. Oh shit. Oh Gott. Zum Glück ist das Vieh dumm wie Stroh in manchen Situationen, ja? Das war jetzt Schwein.
Das war jetzt richtig Schwein. Achso, sollte ich mir die PlayStation 4 holen und dann hat sie Order oder allgemein, wie heißt es? Until Dawn, wenn es rauskommt, dann werde ich natürlich auch Let's Playen. Ist ja wohl klar. Komm schon, hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Ja! Erfolgreich Luft angehalten. So. Einmal rechts rum. An der gleichen Kackstelle. Oh. Ja, ich muss jetzt ausmachen, weil sonst kriege ich es heute nicht mehr hier rein. Immer an der gleichen Stelle. Ja, muss ich entweder kurz mal ruhig runterkommen, weil wenn ich immer die gleiche Stelle spiele, dann wird es irgendwann kritisch. Das heißt, ich werde an dieser Stelle kurz mal eine Aufnahmepause machen und dann natürlich nachher oder morgen gleich weitermachen. Und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt trotzdem viel Spaß, auch wenn ich jetzt die eine Mission 10.000 Mal neu machen musste. Aber was willst du machen? Ja, wenn du auf hart spielst und dann zum, ihr wisst schon, zu doof ist. Aber an der Stelle trotzdem danke fürs Gucken und viel Spaß habt ihr hoffentlich gehabt. Also sehen wir uns natürlich in der nächsten Aufnahmesitzung wieder. Also bis dahin, macht's gut und danke. Ja, und damit willkommen zurück bei Alien Isolation. Und ich hoffe, ich krieg jetzt... diesmal endlich gebacken, dass... das dämliche Mist für mich nicht nochmal kascht und dass wir endlich weiterkommen. Ja. Ja, wie ihr schon mitgekriegt habt, ich habe diesmal gleich zusammengeschnitten, weil letztes Mal das wäre zu viel geworden für eine Episode oder für zwei Episoden. Und da habe ich mir gedacht, dann machen wir mal kurz einen kleinen Split und naja, ist ja nicht das Problem. Hauptsache, ich kriege jetzt endlich mal den Mist hier hin. So. Wo muss die nochmal lang? Genau. Nach hier, glaube ich. Ja. Nee. Ich laufe gerade falsch rum, aber ich mache ein bisschen. Sag ich doch, hier muss ich doch hin. Alles voll. Map. Zack. Zack. Ach ja, so jetzt aber. So, einmal drückt hatten. Einmal kurz rausgeguckt. Bumm. Zurück. Und rein. Kuckuck. So, mein kleiner Mistbock, wo bist du? Jo, da ist es schon mal fast weg. Wir müssen aber auf jeden Fall nach da hinten. Und dazu musste ich, glaube ich, einmal rundherum ums Areal. Ich glaube, das war so. Oder war das nicht so? Ich weiß es nicht. Ich werde mir nehmen mal erstmal. Jetzt einen Kaffee machen. Und
Also, wo bist du? So, komm schon. Zieh einen Kreis. Übrigens, wenn ihr noch Vorschläge habt, ja, wegen Let's Plays, dann postet die mal. Also aktuell, also allgemein andere Genre, weil zurzeit bin ich mehr auf den Horror-Trip. Das heißt so, ich bin zurzeit mehr so, dass ich die Horrorspiele Let's Playe. Wenn wer was Seichteres haben möchte oder mehr Action oder weiß ich nicht, schlag mich tot, dann ja, bitte posten. Entweder bei Facebook oder hier in die Kommentare. Das ist euch überlassen. Aber ich will natürlich auch den Wünschen nachkommen, so wie mit Alien Isolation. Das habe ich zwar, wie gesagt, schon gespielt, aber ungezockt wollt ihr es ja gerne mal sehen. Na komm schon. Zieh doch mal wieder einen Kreis. Oh ja, hallo. Verschwinde. Sehr schön. Das hätte gerade auch wieder böse enden können. Ja, ich habe gedacht, das Vieh ist hinter mir. Oh. Jetzt wieder L halten. Ja. Oh, hast du mich verpasst, ja? Ah, der Jutze Kaffeecreme. So muss das sein. So aus. So, wartet, jetzt müssen wir gucken. Jetzt muss ich nach rechts, glaube ich. Und dann nach geradeaus. Erstmal schnell hier rein.